Ist auch toll, dass ich übrigens hier diesen Kram da drin habe für Fabel. Für Fabeldinger da und ich hab's nicht benutzt. Okay, hier geht's wahrscheinlich wohl lang. Dann wird das dann hinten eine Sackgasse sein, oder? Bärenfalle! Weißt du, die sehe ich, aber die hier nicht. Die ich gerade reingelatscht bin. Na, was haben wir denn da? Klinge eines säurehaltigen Kristallspeers. Okay. Erhöht den Säureangriff vorübergehend wesentlich. Sammle deine Stärke für einen großen, durchbohrenden Angriff nach vorn. Eine Speerklinge... Achso, Quatsch. Okay. Scheint wohl eine Waffe zu sein, die auch ein Element hat. I don't know. Wie sieht der Angriff aus? I don't know. Weiß ich nicht, ist ein Dolch. Das Teil ist ein... Ach nee, Quatsch, die Klinge ist ein Dolch. Aber Entschlossenheit D, also... Mal gucken, ob ich irgendwann wie mal die Waffe, die ich gerade benutze, etwas verändere. Ich weiß noch nicht genau inwiefern. Momentan komme ich eigentlich relativ gut mit der klar. Zwar ein bisschen langsam vielleicht. Aber... Ist eigentlich okay, die Waffe. Was zum Geier bist denn du? Bist du ein Bär? Der hat meine Ausdauer aber gefressen. Ja, der frisst meine Ausdauer zum Frühstück. Verdammt, ich konnte das. Ausdauer! Der hängt da gerade fest. Super. Ach. Ich weiß nicht warum, aber der Kopf sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Als wenn der quasi von einem anderen Modell gewesen war. Und den hat man dann
einfach copy-pastet und dann auf diesen anderen mutierten Körper drauf gesammelt. Sah zumindest irgendwie so für mich aus. Alter, der halt so viel Ausdauer halt wegkloppt mit einem Angriff, ne? Man kann man sich irgendwie vorstellen, mein so ein Bär, ne? Der wird ja nicht gerade mehr eben schwach sein, aber... Goddammit. Das ist ja ein Boss harmloser. So, jetzt aber. Den Angriff hätte ich vorhin nicht versaut. Hätte ich nicht aus irgendeinem Grund vergessen, dass das ja kein Boss ist. Weil ich hatte so ein bisschen darauf gewartet, dass da jetzt irgendwo die Fläche auftaucht, wo ich mich dann reinstellen soll, damit ich dann dem ordentlich Damage reindrücken kann. Aber das ist ja gar nicht notwendig. Kadaver Körperflüssigkeits irgendwas. Ja, lecker. Okay, das funktioniert. So ein bisschen muss ich gerade an Bloodborne denken. Bloodborne. Der Bereich, wo man auch in so einem Wald war. Ich glaube, das war... Oh. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das quasi vor diesem einen Boss gewesen ist, wo du da diese drei Typen da umnieten solltest. Quasi der Boss, wo du halt drei Bosse gleichzeitig besiegst, die, glaube ich, alle gleich aussehen. Weiß ich mir genau. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass da in diesem Wald diese Riesenschlangen waren oder diese Schlangenknäule. Das weiß ich noch. Irgendwie erinnert mich das gerade hier dann. Kann aber vielleicht einfach nur sein, weil... Oh, düsterer Wald. Eingang zu den Gruftslumps. Gruftslumps? Ich bin im Resident Evil 4 Dorf angekommen. Yay! Oh, der Typ hält mehr aus. Und der sieht irgendwie grün aus. Na, sein grüner Daumen wird jetzt auch nicht mehr dem weiterhelfen. Wobei, ich glaube, niemand würde seinen grünen Daumen haben wollen. Oh, stimmt gerade. Oh, stimmt gerade. Warte mal, ich müsste vielleicht wieder zurück zur Kathedrale.
konnte man nicht an einer Stelle runterjumpen? Weil der Boden Löcher hatte? Ich weiß ja nicht, ob da unten irgendwas ist, aber falls ja, ne? Wer weiß, vielleicht könnte da ja Dingesbums sein. Ja, das dachte ich mir, dass das nicht geht. Da könnte ja sein, dass da unten diese komische Goldmünzen-irgendwas-Sache ist. Irgendwo ist ein Hund. Glaube ich. Okay, was war das für ein Text, was ich da gerade gefunden habe? Steckbrief. Gesucht, Bruderschaft des schwarzen Kaninchens. Eine kriminelle Gruppe von 4 Stalkern, angeklagt wegen Diebstahls, Körperverletzung, Experimenten mit Leichen und anderen schweren Straftaten. Ihre Basis liegt im Bezirk Malum, also seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie ihn betreten. Ha. Gorillas sah auch irgendwie anders aus früher. Oder ist das hier so eine Knock-off Gorillas Band? Die schwarzen Kaninchen. Sogar in einer einstürzenden Hütte ist ein Schatz zu finden. Finde heraus, was mit den gierigen Paar passiert ist. Ach stimmt, war nicht auch in der Kathedrale so ein Dingesbums? Eine Tür? Dreifaltigkeit Gedöns? Gierigen Paar passiert ist. Ja. Ist das so ein Rätsel von dem Typen? Von diesem Riddler-Verschnitt? Ist das hier das gierige Paar? Oder... aber... ja, möglich. Kritzeleien eines Slumbewohners. Alles hat sich geändert, nachdem der Arzt die blaue Medizin verteilt hat. Ich habe meinen Bruder begraben. Ich weiß nicht einmal, ob es überhaupt mein Bruder war. Wer ist der Doktor? Wem gehört das blaue Haar in seinem Stock? What? Ist das der eine Stargazer, den ich da gerade... genau. Wait, blaues Haar? Hatte nicht der eine Typ der Alchemist blaue Haare? Ich gehe mal kurz wieder hier... hier, ne? Müsste gehen. Ich gehe mal wieder zurück hier hin. Ich will gucken, was unten ist, falls es da irgendwas gibt. Kann ja auch sein, dass das eigentlich gar nichts ist. Dass quasi das, dieses unten, was ich da meine, in Wirklichkeit nichts weiteres ist als eine untere Ebene, wo ich bereits war. Oh, oder auch nicht. Hinter mir ist eine Falle.
Fortschrittkurbel. Eine Waffe, wa? Nee. Legion-Kaliber. Schon wieder Text. Dieser Ort ist verflucht. Es ist der Abgrund der Hölle. Du kannst nicht hier kommen. Das Einzige, was auf dich wartet, ist Verzweiflung. Verzweiflung. Sie nennen ihn den Arm Gottes. Ihr Arroganten, ihr habt den Zorn Gottes auf euch gezogen. Leuchtendes Ergo-Fragment. Okay. Das war's dann scheinbar wohl. Cool. Netter Kurzbesuch. Dann mal wieder zurück, wa? Ich dachte, da wäre mehr gewesen. Schätze mal, du wirst hier mehr oder weniger einen Weg haben, der in eine Richtung hinführt und dann wirst du irgendwelche Abzweigungen haben, die dann aber immer wieder halt irgendwo wieder zurückgehen. Aua. So wie zum Beispiel hier. Hast du quasi eine Abzweigung, die aber dann zurückführt und eine Abkürzung einbietet. Oh, wait. Ist unter mir Abgrund? Ja, ich glaube, das ist ein Abgrund. Bestimmt kann man im Verlauf der Zeit, wenn man da noch mehr Quarz gefunden hat, bestimmt auch irgendwelche Klamotten finden, à la... Ah, okay. Wow! Falls ich das nicht bereits sogar hatte, dass da die Haltbarkeit nicht so arg nach unten geht, nach Angriffen oder nach Blocken. Kann sein, dass es vielleicht schon da war und ich habe das irgendwie jetzt mehr oder weniger ignoriert. Ah, verdammt. Sag mal, das war derselbe Angriff. Oh, ich sehe gerade, es zählt nur für einen Angriff. Echt jetzt? Sag mal, Junge!
Langsam übertreibst du aber hier. Springst hier rum wie so ein Flummi. Meinst du, die Hauptrolle zu haben in dem Spiel, wa? Ich sollte irgendwann mal echt mal Sekiro spielen. Na, verdammt. Na, verdammt. Immer dann, wenn ich heilen will. Sag mal. Was für ein Tracking manche Gegner haben. Schlüssel zur Slumhütte. Oh. Nette Waffe. Kann ich die haben? Dachchen, Zimmerservice. Korrosionsbeständigkeitskonverter. Ach, das ist quasi dieselbe Version, nur halt schwerer und besser. Das ist eine Kiste. Wie komme ich da rein? Da ist eine Leiter, aber die führt nicht zu diesem Haus. Komme ich hier irgendwie wieder hoch oder eher nicht so? Der Hebel da einfach wieder runter geht, da denke ich mir so, oh, kaputt gemacht. Nee, das da unten sieht aus wie ein Abgrund. Ach ja, die Kollegen sind ja hier alle am Leben. Stimmt ja, ganz vergessen. Au. Auch der Typ mit dem grünen Daumen, oder war der so ein Special? War wohl ein Special. Oh, nee. Der hat sich auf dem Haus, auf dem Dach vom Haus da breit gemacht. Wow, toll. Bist du wie Naruto durch die Gegend gerannt und mal eben schön gegen die Wand gelatscht.
Super. Ist ja toller Ninja. Aus dir wird nie ein Hokage. Da liegt ein Item? Wieso liegt hier noch ein Item rum? Bin ich doch reingelatscht, aber habe ich da nicht in die Ecke geguckt oder was? Und was ist das jetzt hier? Ist irgendwo da oben ein Loch? Weil du kommst hier nirgendwo rein. Von unten? Es sieht nicht aus, als könnte man von irgendwo rein. Ich sehe im Dach kein Loch. Es gibt gar keine Tür. So ein bisschen Sperrholz ist hier gerade meinen Weg am blockieren. Toll. Oder ist hier irgendwo der Pfad? Mal gucken, wenn ich da oben bei der Leiter bin. Ich vermute mal, man kann da wahrscheinlich irgendwie aufs Dach jumpen und dann... keine Ahnung was. Irgendwas wirst du dann da haben, bestimmt. Komm runter da! Hier gibt's Fressi! Hui, hey! Ciao! Regen. Hobblers Brücke. Regnerische Nacht. Warte mal. Habe ich dann jetzt hier gleich keinen Regen? Ah doch, bleibt. Okay. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nee, wait a second, aber wenn ich jetzt hier weitergehe. Nee, warte. Irgendwie muss man da hinkommen. Irgendwie muss man da hinkommen, weil wenn ich jetzt da über die Brücke gehe, komme ich doch gar nicht mehr hier zurück. Zumindest sieht es so danach aus. Wahrscheinlich kann man da irgendwo lang latschen. Und dann kommst du irgendwo da an. Find's nett, dass der Regen hier scheinbar bleibt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Regen weggeht, sobald ich da quasi über eine bestimmte Fläche, meine Güte.
quasi wurde ja scheinbar ja getriggert und dann, wenn ich dann wieder zurücklaufe, dann könnte es ja sein, dass dann der Trigger wieder aktiviert wird und dann heißt es dann quasi, oh, ja, Regen ist jetzt weg. Aber scheinbar ist das so gesehen wohl nur einmalig getriggert. Ach verdammt, ich muss doch hier raus. So, dass dann quasi halt das Wetter dann bleibt und das dann nicht irgendwie ein bisschen unsinnig dann wirkt, wenn dann halt du einen Schritt nach vorne machst und oh, jetzt haben wir hier Gewitter. Jetzt machst du einen Schritt zurück und oh, hellichter Sonnenschein. Hellichter Sonnenschein? Heißt das nicht hellichter Tag?